Hallo, ihr süßen Puppis. Herzlich willkommen zur Nachlese. Die Herrin ist wieder mit dabei. Ja, komm, wir machen erstmal einen Schnawodka. Ja, ich habe so eine Darmentzündung heute. So wie der Menderes? Ja, Menderes. Ja. Und das heißt? Das heißt, ich muss jetzt sofort den Schnawodka. Ach so, ja. Das ist ja unsere Geheimmedizin. Ich hole das jetzt mal her. Ja, gute. Ich habe einfach Nachdurst von gestern. Ja, und Prost. Prost. Ja, heute war Tag 7. Heute war es mega langweilig. Oh, stark. Mega langweilig, muss ich wirklich sagen. So, fast wieder so an wie letztes Jahr. Ja, das stimmt, weil die jetzt alle so eingegroovt auch. Und jetzt fangen sie an, sich zu langweilen, auch im Camp. Also Rolf Zacher, der hat heute, hat er gepfiffen. So, ja, ganz toll. Du solltest Rolf Zacher Imitatorin werden. Wer bin ich doch schon? Bist du schon, ja. Der hat gepfiffen und dann hat er noch ein Interview in der Dschungelbox gegeben, aber der war vom Pfeifen schon so müde, dass er gar kein Interview mehr richtig geben konnte. Nathalie Volk, die wird ja von den Insassen auch ziemlich gehasst. Ah, das ist die Nutte. Das ist die Nutte, das Schneewittchen, die immer nur in den Spiegel guckt und nicht redet, immer nur so. Die hat die Ausstrahlung einer Straßenlaterne. Die Tittenmaus, die Wollersheim. Oh, die hat ja Möpse, mein Gott, das sind ja nicht mal mehr die Medizinbälle. Das sind ja schon. Ich habe das Gefühl, die werden von Tag zu Tag werden die größer. Ja. Als sie alle in der Dschungelprüfung, da hat die wieder nur so ein Bikini angehabt, da kommen erst die Brüste und dann 2 Minuten später kommt die Wollersheim erst rein. Genau. David Ortega, der hat heute wieder ganz viel kluges Zeug erzählt. Ja. Und zwar hat er nämlich von Pflanzen gesprochen. Der hat sich mit Helena Fürst am Lagerfeuer unterhalten und Menderes kam dann noch dazu geschrieben. Die beiden Veganischen. Ja, ach, Menderes ist auch vegan. Ja. Okay, das erklärt ja auch seine Darmkrankheit. Und dann hat er erzählt, dass ja Pflanzen sind ja die intelligentesten Lebewesen auf der Erde. Ja, unter der Erde. Unter der Erde. Und die Bäume sind alle miteinander weltweit vernetzt. Kartoffeln. Dann ging es ja um die Kartoffeln. Genau, und wenn man Kartoffeln erntet, das ist ja so, als wenn man von Tieren die kleinen Kinder wegnimmt. Weil die Kartoffeln sind die Wurzeln der Pflanze. Ja. Die armen Kartoffeln. Die armen Kartoffeln. Die armen Kartoffeln. Und, und dann hat Helena Fürst noch gefragt, was denn mit der Milch wäre. Aber der Vergleich zur Kartoffel. Und er hat gesagt, Helena hat gefragt, wofür ist es? Und er sagt, für Cornflakes. Für Cornflakes, genau, genau. Die Antwort des Tages war das. Ich glaube, der weiß wirklich gar nicht, wofür die Milch ursprünglich mal geplant war von der Evolution. Der hat keine gekriegt. So, dann Brigitte Nielsen hat uns heute erzählt, wie sie ihren Mann, das ist wie heißt der, Alberto oder so heißt er, ein Italiener, in einem Restaurant in der Schweiz. Ja. Und danach sind sie gleich nach Hause und sie haben alles gemacht. Also Oralverkehr, Analverkehr, Deep Throat, Tittenfick, Fisten, doppelt auch, Die mit Klatschen. Mit Klatschen innen drin. Die haben alles gemacht, in der Küche ich möchte mal auch nicht weiter drüber sprechen. Menderes hat sich heute dazu hinreißen lassen, mal vorzusingen. Zu singen. Da hat er seinen großen Smash-Hit getrellert. Ja. You are not alone. I am here with you. Und das war's aber auch. Das war's mehr auch. Hat er nicht gesungen. Mehr hat er nicht, denn dann hat er versucht, irgendwie in mehreren Stimmlagen zu singen. Der hat dann sein ganzes Repertoire von dem Song hat er in verschiedenen Tönen hat aber dann es noch war erklärt. Eigentlich immer die gleiche. Es war immer das gleiche. Aber noch mal erklärt, weil eigentlich müsste das höher sein. Er demonstriert das jetzt mal und rauskam wieder. Thorsten Legert, der speedsüchtige Ex-Fußballer. Meister Popper des Dschungels. Pass mal auf, da hatten Helena Fürst und er hatten heute ein Einzelinterview auf der Brücke zur Dschungelprüfung. Und Helena Fürst, die hat gleich wieder angefangen. Hey, was willst du eigentlich von mir? Du hast doch ein Problem, hast du doch mit mir. Und der hat nichts gesagt. Ja, der wurde immer, wer hätte es gerade gekocht? Der hat gekocht innerlich. Seine Augen sind hervorgequollen, rotaderig. Der hat sie auf die Zunge gebissen und wir haben wirklich beide gedacht, der schlägt gleich zu. Und haut sie diese Brücke darunter. Ja, und dann kam aber das Duracell-Häschen von 9 Live kam dann dazu, hier der Jürgen Minski, und der hat natürlich gleich einen auf gute Laune gemacht. Hey, der stand gleich dahinter. Also ganz überrascht. Ja, der Jürgen Minski, die war mega langweilig, die Dschungelprüfung. Und vor allen Dingen habe ich nicht verstanden, warum sie die gemacht hat.
Wieso denn nicht? Na, weil sie doch keine Tiere tötet und keine Tiere verschluckt. Und die ist ja auch traumatisiert. Ja, eben. War mega langweilig. Die ist schon traumatisiert. Ja, die ist schon traumatisiert auf die Welt gekommen. Und so. Sie hat über ihre Kinder gesprochen. Die hat zwei, sie hat von einem Kind gesprochen. Sie hat zwei, oder? Ich bin der Meinung, das Kind ist schon lange im betreuten Wohnen. Das Kind darf nicht bei ihr wohnen. Das hat sie durchgeboxt beim Amt. Ja, damit sie endlich wieder saufen kann. Ja. So, aber die war in der Dschungelprüfung, da musste irgendwie so auf dem Klavier spielen mit so roten Ameisen oder grünen Waldameisen und dann musste so einen Helm aufsetzen mit Fliegen drin, was singen und dann als Ersatz für sie musste David Ortega aber so Sachen tanzen. Aber du warst alles erraten. Ich habe, ja, gut, oder? Also alle. Ich habe auch keinen neuen Hut. Aber morgen. Gut, also und dann sehen wir uns auf jeden Fall Dienstag auf YouTube wieder. Oder ihr kommt hier ins Rauschgold. Ihr süßen Mäuse, bis dann. Bye! Sharing is caring.